Genau, geh du mal vor, dann nimmst du nämlich die Stimmbewegung mit. Let's go. Ich höre mich selber ganz komisch, ganz dumm. Gar kein Heil mehr in der Stimme, ne? Alter, sieht das krass aus. Da ging es mal runter in den Schacht. Also hier ging es mal 500 Meter runter. Moment Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit dem Alex, dem Herr Bartmann auf Lost Place Tour. Und wir haben heute mal wieder ein ganz besonderes Gebäude. Gab es so auf jeden Fall noch nie auf dem Kanal. Und zwar einen alten Wetterschacht. Was das genau ist, wofür und was für einen Zusammenhang das mit der Zeche gegenüber hat, die auch leer steht, da kommen wir später noch zu. Aber jetzt schauen wir uns das Ding hier erstmal von außen an. Denn das sieht schon interessant aus. Leute, wenn man sich das von außen so anguckt, das könnte auch irgendwie so eine geheime Forschungsstation sein, oder? Ja, heftig. Das hat was Mystisches. So, da runter geht's oder was sagst du? Das ist schon auf jeden Fall stabil, wenn man da runterkommt. Echt? Ja. Hat da schon jemand ein Seil hingehangen? Das ist ein Schlauch. Das ist halt Moos, ne? Ja. Links und rechts, das sind die zwei riesigen Lüfteranlagen. Und dadurch müssen wir jetzt irgendwie rein, ne? Wird auf jeden Fall ein abenteuerlicher Einstieg. Okay. Let's go. Wir seilen uns hier jetzt an einem Gartenschlauch, der da hinten an so einem rostigen Pfeil angebracht ist, hier ab. Aber gut, schauen wir mal. Also unterschätzen sollte man es nicht. Es sieht vielleicht gar nicht so steil aus. Ui, aber es ist glatt. Es ist glatt. So, ich kann mich hier jetzt einmal absetzen. Bin auch schon fast unten. Aber guck dir das mal an hier. Ist schon eine gute Steigung. Abenteuerlich geht's los hier. Boah. Alter. Leute, ihr müsst euch vorstellen, hier wurde die Luft früher angesaugt oder halt ausgestoßen, das weiß ich jetzt nicht. Aber hier waren riesige Turbinen, da kommen wir gleich noch zu. Und das heißt natürlich, alles was hier angesaugt wurde oder was ausgestoßen wurde auf der anderen Seite, ne, Kohlereste oder sonst was, hängt hier überall noch in den ganzen Lamellen drin. Moin. Ach, du auch hier, moin. Ja, so trifft man sich, ne? Ja, Mensch, lange nicht gesehen. Das ist ein räudiger Matsch hier, oder? Das ist räudig, ne? Ja. Alter Vater. Und jetzt wird's nochmal richtig krass. Und dreckig. Und dreckig. Guckt euch das an. Weißt du, wenn ich mir das so angucke, dann sieht das so aus für mich wie beim Auto, die Lamellen vom Kühler. Weißt du, vom Aufbau. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber irgendwie macht's den Anschein. Vielleicht war das auch nur für die Luftverteilung oder so. Keine Ahnung. Mit die gleichmäßiger reinströmt, genau. Aber da geht's jetzt durch, Leute. Guckt euch das an. Das ist einfach riesig. Yo! Jetzt hat man natürlich einen Vorteil, wenn man ein bisschen schlanker ist, ne? Ja, danke. Das ist übel, das ist eine Schalldämmung. Ja, man hört dich auch ganz komisch. Rede mal. Ja. Sag mal, hier drinne, ich höre mich selber ganz komisch, ganz dumm. Komisches Gefühl. Gut, man sieht das Ende. Das macht es ein bisschen einfacher, beziehungsweise nicht ganz so schlimm. Aber es ist trotzdem komisch, hier durchzulaufen. Und vielleicht hört ihr es so ein bisschen, meine Stimme. Akustisch hat sich das auch ein bisschen verändert. Hallo! Hallo! Gar kein Hall mehr in der Stimme, ne? Null. Okay. Das haben wir schon mal hinter uns. Und jetzt... Oh, sieht das krass aus. Haben wir eine Turbine hier. Eine Turbine. Jo, da kommt was runter. Wie so ein Filter. Ja klar, irgendwann muss ja ein Filter da sein. Guck mal, weil das filtert nichts. Ja. Und hier? Stimmt. Ich weiß es nicht. Stimmt, ich weiß es nicht. Stimmt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon richtig verrostet hier alles, ne? Geh das mal an hier. Ja, kannst mal aufhören, ich sitze gerade da drunter. Ach so. Mach dich nicht dreckig. Mhm. Boah, magst du mal nehmen? Das sieht geil aus. So eine Art Kontrollraum, ne? Guck dir mal an, diesen Kohlestoff, der da ist. Boah. Jetzt ist aber. Meinst du, das kommt aus dem Schacht?
Ja, die haben ja auch Luft rausgepustet. Ne? Ja, ne? Also mal ganz kurz zur Aufklärung. Jede Zeche hat einen Schacht. Unten wird Kohle abgebaut und da fahren die Bergarbeiter halt runter, kloppen die Kohle, das wird hochbefördert und so weiter und so fort. Dieser Schacht, der meistens 500, 800, 1000 Meter oder sogar noch mehr unter der Erde ist, muss natürlich irgendwie mit frischer Luft versorgt werden. Dazu gab es dann halt einen Wetterschacht, der sich immer in der Nähe von der Zeche befunden hat und halt über große Turbinen frische Luft unten in den Schacht reingepumpt hat. Der Schacht ist natürlich zugefüllt worden. Ich denke mal, damals, als die Zeche zugemacht hat, wurde der Schacht halt verfüllt. Also da kommt man definitiv nicht mehr rein. Das wäre auch saugefährlich. Aber wie gesagt, diese riesen Turbinen und was wir hier alles vorfinden, das hat dann eben mit der Belüftung und der Bewitterung von dem Schacht unten, von der Zeche gegenüber, zu tun. Muss ich ja irgendwie gedreht haben, so eine Art Kugellager oder sowas. Und hier sieht man ja typisch, wie vom Lüfter, keine Ahnung, ist ja egal, PC-Lüfter, was auch immer, hier diese Lamellen, die die Luft verwirbelt haben. Wenn man hier mal reinguckt, der Alex hat es ja gerade schon mal gezeigt, ist halt alles voll mit Kohlestaub, ne? Oh, ist für mich? Ja, aber du kannst nicht mal antworten. Wieso nicht? Untenrum? So. Hallo? Da kannst du vielleicht auch in den Schacht anrufen. Oder nach drüben. Und wenn du jetzt rangehst zu einer bestimmten Uhrzeit, dann hörst du nur noch so ein... Das ist vom letzten Schachtarbeiter, der unten noch eingesperrt ist, nachdem das verfüllt wurde. Der versucht nämlich nachts immer hier anzurufen. Achso. Ja. Das Geräusch, der heißt das Egobert. Kann man auch drüben hören. Der ruft immer durch so ein Rohr durch. Ja. Ja, ja, das kannst du drüben auch hören. Der heißt Egobert. Egobert. Und nachts schleicht Egobert nach unten durch den Schacht auf der Suche nach der letzten Nahrung. Völlig Kohle verschmiert mit einem Helm und so einer alten Bergarbeiterlampe auf dem Kopf. Okay. Reicht. Kannst du hier komplett in eine Runde gehen? Ja. Yeah. Krass. Okay, das ist witzig. Aber das wird natürlich alles schon hier auseinandergerissen, ne? Ja. Kabel, alles geklaut. Wie so ein Wartungsschacht, wa? Ja. Dass du das von hinten alles nochmal hier kontrollieren konntest, wenn da irgendwie was war. Ja, wir waren da sogar Lampen drin. Ach stimmt, krass, fällt mir jetzt erst auf. Du kannst halt irgendwie alles steuern hier. Haupteinspeisung, Beleuchtung. Ach, guck mal, Flügelstellung. Da hast du die Ventilatoren mitgesteuert. Das war hier safe so für Überwachung und zur Steuerung von den Lüftern. Alter. Das muss auch mal irgendwie so ein Kontrollraum oder was gewesen sein hier. Mann, Feld 1, Feld 2, Feld 3, das sind ja alles so eine... Wie so kleine Räume. Was war denn da mal drin? Kupplung. Ey, keine Ahnung, was das mal war. Hier oben ist irgendwie eine Leuchte oder sowas. Keine Ahnung. Leute, wisst ihr es oder habt ihr eine Vermutung, was es mal gewesen sein könnte? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Hat aber irgendwie auch was Gruseliges, oder? Wenn man sich den Raum von hier so anguckt, mit dem Lichteinfall von oben. So richtig... Industrial Look wieder. Jetzt wird's nochmal interessant. Da hinten das Rohr, das ist zu. Aber hier ist nochmal genau das gleiche und das ist offen. Und wenn man hier jetzt mal einen kleinen Blick reinwirft, dann sieht man, da geht's weiter. Alter. Jetzt laufen wir hier in dem Rohr weiter rum. Schon creepy, oder? Leute, ist das gruselig. Wie gesagt, da hinten die Lamellen und so, hier durchgesaugt. Und da drüben ist quasi, oder geht es dann zu dem anderen Rohr, was ich vorhin gezeigt habe, was zu war. Hier haben sich schon überall Leute, guck mal, mit solchen Spanngurten und Kabeln einfach hier so Abseilmöglichkeiten geschaffen. Aber wo führt diese Tür da unten noch hin, frage ich mich. Willst du da hin? Dann sind wir da drauf. Nee, doch nicht. Wie viel Meter geht's da runter? 500. So. Leute, Alex hat recht. Der hat nämlich gerade gesagt, das hier, da ging's mal runter in den Schacht. Also hier ging es mal 500 Meter runter. Logischerweise haben sie die nach Erschließung bei den Zechen und überall natürlich verfüllt, ne? Oder oben halt zugemacht und da irgendwie was draufgepackt, dass da halt keiner mehr eine Möglichkeit hat, runterzukommen. Aber hier ging es 500 Meter oder sogar noch mehr nach unten. Macht Sinn, weil hier, guck mal, hier geht das ja auch so, ne? So gewölbt nach unten, dass die Luft so richtig... Ja, Strömungslehre. Habe ich studiert. Ja. Strömungstechniker. Ja, ich bin gelernter Strömungstechniker. Bachelor auf Strömungslehre. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, das wäre noch offen. Stell dir das mal vor. Du stehst hier so. Und darunter geht's ins schwarze Loch.
Guck mal, es geht aber nur, also wir sagten ja am Anfang, entweder saugt er oder er macht beides gleichzeitig, ne? Ja. Geht ja gar nicht. Kommt der ein Schacht aus der Mitte hoch, ja. Nach links und rechts verteilt sich das. Dann heißt, du musst mal überlegen, diese zwei fetten Turbinen haben über die beiden Flügel... Die haben beide Luft reingebracht, meinst du? Beide Luft reingedrückt oder gesogen. Ja. Das Ding ist hohl. Wenigstens ein Teil davon. Wenn ich jetzt 500 Meter abschmiere, sag meinen Eltern, ich hab sie lieb. Uff! Also ich glaube schon, dass das gut zugemacht ist alles, aber es ist trotzdem ekelhaft das Gefühl, wenn man nicht weiß, was unter einem ist. Da hinten siehst du, wo es auch noch hochgeht. Alter Vater. Uff. Übel, ne? Das ist schon echt gewaltig. Oh, es ist ekelhaft schon wieder. Puh. Ist das krank oder ist das krank? Guck dir an, die dicken Stahlseile da. Für den Aufzug, ne? Heieieiei. Da konntest du in diesem Wartungsaufzug in den Schacht reinfahren. Ja. Boah! Und das ist noch so eine Art Telefonzelle oder was ist das Gelbe? Das ist ja verrückt. Da ist ein Telefon drin. Das ist ja Wahnsinn. Oh ja, ich sehe Tageslicht. Was? Ja, das sei, das muss irgendwo gelagert werden. Da, von da unten kommt er irgendwo. Alter! Danke! Ihr kennt meine Höhenangst, deswegen werde ich jetzt nicht so nah an den Rand gehen. Aber was würdest du schätzen? Meter? Reicht mir. 50? Nicht ganz, ne? 40? Vielleicht. Ja, hätte ich auch gesagt. Overnight hier oben oder was? Overnight am So Leute, an der Stelle war es doch mit unserer kleinen Exkursion hier durch den ehemaligen Wetterschacht. Auf jeden Fall mal was mega Interessantes gewesen. Habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Könnt ihr mal eure Meinung, beziehungsweise ob ihr sowas schon mal gesehen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Schaut doch gerne auf Instagram vorbei für ein paar coole Bilder von hier. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. But don't be left behind on the road.